Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ein Vorkämpfer für die Aktienkultur in Deutschland, was ja an sich schon Seltenheitswert hat, und ein Mann, der die Politik bzw. Gesetze ein klein wenig aus Aktionärssicht oder Anlegersicht besser machen möchte. Ja, hallo an den Niederrhein und herzlich willkommen, Dr. Gerald Baumann. Ja, danke für die Einladung. Gerne bin ich dabei. Ich freue mich auch mal ein Video drehen zu dürfen. Das ist mein erstes. Und ja, Vorkämpfer für die Aktienkultur. Ja, toller Titel. Danke. Ja, wir haben uns ja, ist ja schon eine ganze Weile her, dass Sie mich angeschrieben haben. Und etwas überraschend, weil die Art oder das, was Sie transportiert haben, hatte ich bis dato auch noch nicht. Nämlich, Sie haben sich ja auch gezielt Multiplikatoren gesucht für Ihr Anliegen, nämlich eine Petition. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, eben zur Förderung der Aktienkultur, die ich ja auch gerne unterstützt habe, wie ich auch gesehen habe, viele andere Blogger-Kollegen auch. Nun ist es ja so, dass die Deutschen und die Aktien ist ja nicht unbedingt eine Liebesgeschichte Nee, leider und nicht. leider nicht, das stimmt. Von daher war natürlich auch so eine Frage, die sich mir gleich gestellt hat: Wie sind Sie denn selber zur Aktie gekommen oder überhaupt sich mit Wertpapieranlagen, mit börsennotierten Unternehmensbeteiligungen auseinanderzusetzen? Ah, das hat schon eine ganz lange Geschichte. Ich habe mich vor ungefähr 20 Jahren selbstständig gemacht und zu dem Zeitpunkt habe ich mich gefragt, wie sorgst du jetzt für dein Alter vor? Ja? Und damals hieß es, wenn du in die gesetzliche Rente weiter einzahlst, ne, dann kriegst du am Ende weniger raus, als du eingezahlt hast. Heute weiß ich nicht mehr, ob das so noch richtig ist, aber damals war das so und fiel die Entscheidung ganz schnell, nee, das machst du nicht. Und dann war die nächste Frage, was bleibt dir über? Ja, Versicherungen oder Wertpapiere. Und bei Versicherungen hatte ich noch nie ein gutes Gefühl und ich glaube, das hat mich nicht getrogen. Auf jeden Fall, ich habe keine Rentenversicherung abgeschlossen, keine Lebensversicherung, das, was man so üblicherweise macht. Und ich habe gesagt, ich setze auf Wertpapiere, ich sorge für mich selber vor, ich bin selbstständig, ich kann das auch selber. Und die ganzen Kosten, die mit Versicherungen verbunden sind, die lässt du weg. Ja, habe ich gemacht. Hat gut funktioniert, glaube ich. Ja, ich bin einer von den passiven Investoren. Ich setze mal kurz mal drauf. Ja, ich bin hier Anhänger dieses Buches. Ich glaube, das kennt jeder. Ja. Ein Ich, Klassiker. ich kann auch Dividendenjäger verstehen, ja, würde ich auch gern machen, aber ich glaube, wenn man es anders machen will, dann wird es zeitintensiver. Ja? Und ich bin selbstständig, ich muss arbeiten, ich habe eine Familie, zwei Kinder, die gehen zur Schule, ich habe da eigentlich keine Zeit für. Und wenn ich keine Zeit habe, dann ist passiv investieren, à la Herr Komma, genau das Richtige und das habe ich gemacht und das mache ich immer noch. Und ich glaube, da fahre ich persönlich gut mit. Und aber sagen wir mal so, die ganzen 20 Jahre hing da so ein Damoklesschwert darüber, weil ich ja gewusst habe, wenn da irgendwas schief geht im Leben, ja, du hast, also jetzt, ich bin selbstständig, Freiberufler, ja, ich baue irgendeinen Mist beim Kunden, ja, und ich habe einen Haftungsfall am Hals, ja, dann ist das weg, das Geld. Ja, und oder anderes Beispiel, die Gesetze haben sich mittlerweile geändert, ja, Eltern werden Pflegefälle. Ja, das kann richtig teuer werden. Ja, und dann kommt das Sozialamt bei dir an, weil die Rente reicht nicht und sagt so, hier, du hast doch Geld, also ja, zahl du mal bitte schön. Und dann ist meine Altersvorsorge für die Pflege meiner Eltern draufgegangen. Und wovon soll ich dann leben, wenn ich in Rente gehen will? Und gut, ich habe dafür deswegen eine GmbH gegründet, 2008, ja, mit dem Ziel, so du sparst jetzt in der GmbH. Und die zahlt dir dann später eine Rente. Kann man machen als Selbstständiger, ist unglaublich aufwendig, ist unglaublich teuer. Ja, man zahlt beim Steuerberater direkt das Doppelte. Und das ist einfach nichts für jeden. Und naja, dann habe ich die Kinder bekommen und die werden jetzt langsam älter. Und dann habe ich gesagt, was machen die denn? Und dann kommt die Nullzinsphase und ich sehe, um Gottes Willen, ja, alles, was festverzinslich ist, bringt überhaupt gar keine Rendite mehr. Ich sehe die ganzen Versicherungen, die hören auf, ihre Produkte zu verkaufen, weil sie nichts mehr verdienen. Ja? Und es ist klar, dass in dem ganzen Umfeld eigentlich nur noch Aktien funktionieren. Und das ist ja das, was wir beobachten können. Ja? Ich sage jetzt nur mal Corona und V. Ja? Jeder fragt sich, wieso kommt dieses V zustande? Ja, weil Aktien sind alternativlos. Wo soll das ganze Geld noch hin? Ja? Niemand, der irgendwie sieben Sinne beisammen hat, geht noch in Anleihen rein, wenn er nicht muss. Ja? Und
Deswegen bleibt meinen Kindern nur noch investieren in Aktien. So, und für die gilt das Gleiche wie für mich. Was weiß ich denn, was in 40 Jahren bei denen passiert, wenn die, bis die zur Rente gekommen sind? Ja, die können auch mal Hartz IV irgendwie empfangen müssen oder die haben Haftung am Hals oder eine Privatinsolvenz. Und das war für mich der Auslöser zu sagen, so jetzt tust du was. Und dieses Jetzt war noch vor Corona. Ja, und dann kam Corona und um Gottes Willen, ich habe das dann beobachtet, ich bin engagiert bei dem Verband der Gründer und Selbstständigen und ja, wir haben unglaublich viele Mitglieder, ja, man sieht da erwachsene Männer weinen, ja, denen wird praktisch ihr Beruf verboten, sie sollen Hartz IV beantragen und dann ist die Auskunft, die sie bekommen, ja, du hast ja mehr als 60.000 vorgesorgt, nee, das verbrauchst du dann erstmal, ja, ich meine, 60.000 Euro für eine Rente, was ist das? Das sind 160 Euro im Monat oder sowas, die man da rauskriegt. Also, ja, habe ich die Ereignisse eingeholt. Ich habe dann diese Petition gestellt, ja, wie Sie gesagt haben, vor langer Zeit, ja, am 25.06. Und dann hat die ganze Bundestagsverwaltung hat 9 Wochen gebraucht, zu prüfen, ob sie die denn überhaupt freischalten. Und ja, und dann kam das so knallauffall und jetzt geht's los. Wir sind bei 5.000 Mitzeichnern. Das ist stolz, eine stolze Summe, aber leider im Moment halt noch nicht genug, um jetzt den Petitionsausschuss dazu zu kriegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da müssen wir 50.000 werden und ich habe aber immer noch Hoffnung, dass wir das schaffen, insbesondere so ein Video wie heute, das kann da helfen. Ja, da arbeiten wir ja dran. Ja. Übrigens, einen Zahn muss ich Ihnen leider so ein bisschen ziehen, nämlich, dass die Versicherungen aufhören, ihre Produkte zu verkaufen. Ich hatte jetzt in einem anderen Zusammenhang mal recherchiert, 2019 war für die Lebensrentenversicherungen ein Rekordjahr mit einem Sprung von 10% bei den Einnahmen aus Lebensrentenversicherungen und entsprechenden Kapitalanlagen im Versicherungsmantel. Also da haben letztes Jahr nochmal richtig die Korken geknallt. Ja gut, das wusste ich nicht. Selektive Wahrnehmung. Ja, ich gucke immer nur auf die Nachrichten, wo da hat die Versicherung schon wieder irgendwie sein gelassen. Ja, wie heißt der Verband der Versicherungs... Entschuldigung, ich weiß es jetzt nicht mehr, der DSW, sind die Kollegen, die den immer die Versicherung beobachten, der Herr Kleinlein. Mhm. Ja, der hat ja für letztes Jahr im Herbst für Wertpapieranleger, ja, ich glaube, ja. Versicherungsnehmer, genau. Irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall, die haben wir im letzten Jahr noch ausgerechnet, 25% der Versicherer sind praktisch insolvent. Ja. Die werden sozusagen nicht mehr auszahlen können, was sie da eingegangen sind an Verpflichtungen. Ja, ist ja momentan kein Problem. Die Insolvenz ist ja quasi ausgesetzt per Gesetz. Genau. Ja. Nein, aber anderer Punkt nochmal. Was glauben Sie eigentlich, warum ist eigentlich die Aktienanlage hierzulande wirklich so unbeliebt? Also ich meine, was mich zum Beispiel auch gewundert hat, in einem seiner letzten Interviews wurde beispielsweise Helmut Schmidt für sein eigenes Magazin, also die Zeit, also eine Wochenzeitung, interviewt und hat da nicht nur kundgetan, eben, dass die Aktienanlage ihm selber persönlich nicht behagt, sondern dass er auch die Aktie als Altersvorsorgeinstrument für absolut ungeeignet hält. Und ich meine, wenn das schon ein Ökonom sagt oder zumindest jemand, also ökonomisch beschlagene Persönlichkeit, zeigt das natürlich schon ein gewisses Bild, aber wo kommt diese Aversion her? Fehlende finanzielle Intelligenz, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, das fängt ja schon in der Schule an. Niemand lernt auf der Schule, wie überhaupt Finanzmärkte funktionieren, wie Unternehmen funktionieren. Ja? Und niemand hat so einen volkswirtschaftlichen Blick auf das Ganze. Und ja, niemand weiß auch, wie das Geldsystem funktioniert. Dann, bis der Herr Krall dann angefangen hat, ja, und ja, das nimmt jetzt, wird jetzt langsam mehr, ja, aber in den ganzen, ich sag mal, normalen Medien, die nicht Internet heißen, da findet das ja praktisch gar nicht statt. Ja, und wenn man jemanden fragt, was soll sein, ja, am Ende muss da auf jeden Fall eine lebenslange Rente rauskommen, ja, mit Sicherheit. Und garantiert. Garantiert. Garantieprodukte. Garantieprodukte. Und während du einzahlst, muss anschließend garantiert sein, dass du mindestens das rauskommst, was du eingezahlt hast. So. Und das, wenn man mit, nee, ich habe nicht mit Politikern geredet, ich habe mit Leuten geredet, die mit Politikern geredet haben und die sagen mir immer, ja, das sind die beiden Themen. Ja? Garantien und
lebenslang. Es muss bis ans Ende reichen. Und bis ans Ende reicht, heißt ja bei den Versicherern, also du wirst mal mindestens 100 Jahre alt und du könntest ja 120 werden. So, und so kalkulieren die und so sehen dann auch die Renten aus. Also Johannes Heesters-Effekt. Ne? Ja, Johannes Heesters, genau. Ja, ja. Der war ja der Super-GAU für den Versicherer. Ja, also das war, der dürfte, also da, der dürfte selbst aus der Riester-Rente ordentlich Kapital geschlagen haben, wenn es sie dann gegeben hätte. Aber nochmal Scherz beiseite, also was ja auch wirklich faszinierend ist, es gibt ja mittlerweile auch eine Vielzahl von Studien, eine sehr gut lesbare, die kursiert ja, aber ich glaube halt auch nur in Fachkreisen, The Rate of Return of Everything, das bringe ich ja auch immer bei meinen Webinaren und Seminaren, ist, glaube ich, vor 2 Jahren erschienen, ein paar Dutzend Seiten lang, wo eben sowohl also US-amerikanische und deutsche Ökonomen ausgewertet haben, verschiedene Anlageklassen zwischen 1870 und ich glaube 2015, die Realrenditen, also wirklich nach Inflation. Und da gibt es eigentlich nur 2 Anlageklassen, die wirklich im Schnitt langfristig eine positive Realrendite abliefern und das sind eben Immobilien und Aktien. Ja, und alles andere eben nicht. Ja, dann kommen natürlich gerade in der deutschen Geschichte, und das ist zum Beispiel auch so etwas, was sehr verwunderlich ist, wo es ja wirklich mehrere Währungsbrüche gab, wo Leute alles verloren haben. Aber vielleicht ist das auch auf der anderen Seite genau das, was dazu führt, dass eben, ja, ich sag mal, in diesem kollektiven Gedächtnis die Garantie so wichtig ist, auch wenn sie auf dem Papier steht und dann doch im Zweifel illusorisch ist. Ne? Ich kann es nicht sagen. Wenn ich an meine eigene Vergangenheit denke, ist es halt, ich habe erst so richtig mich angefangen damit auseinanderzusetzen, als ich halt in diese Selbstständigkeit gegangen bin. Und, vielleicht war auch die Notwendigkeit war. Ne? Ja, genau, man hat ja vorher eigentlich auch gar keine Wahl. Ja, ja. Also ich gehe zur Schule, ich studiere vielleicht oder ich mache eine Ausbildung, dann nehme ich eine angestellte Arbeit an. Und dann ist ja alles gesorgt. Da wird eingezahlt, wird alles automatisch abgezogen, ich muss mich nicht drum kümmern. Und und dass dann da hinten dran irgendein Politiker sagen, ja, du musst auch privat vorsorgen, ja, das kriegen die meisten Leute nicht mit. Und leider ist es natürlich auch so, also viele Leute haben ja auch wirklich kein Geld vorzusorgen. Ja, deswegen. Ja. Ja gut, aber mit modernen, Lösungen, also sprich preisgünstigen Broker, ich meine, das geht ja mittlerweile ab 25 Euro oder mittlerweile sogar 10 Euro. Also aber das Geldargument wird immer schmaler und das Kostenargument zumindest. Ja, das ist richtig, aber erstmal diesen Trigger zu bekommen, du musst da was tun und 25 Euro im Monat reichen auch, der fehlt ja einfach oft, der kommt ja von dir. Ja, das stimmt. Ja. Kommen wir jetzt mal zur Petition. Was ist denn überhaupt eine Petition? Ich meine, das hört man zwar immer den Begriff wieder, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich muss das auch erstmal nachschlagen. Ja, das ist eine gute Frage, die hat mir noch keiner gestellt. Ja, also eine Petition ist ein Ansinnen eines Bürgers an das Parlament, dass sich das Parlament mit einem Thema auseinandersetzt. Und es gibt die wildesten Petitionen, ja, also da muss man sich wirklich mal umgucken. Aber das glaube ich glatt. Ja, also manche Petitionen, also ich habe studiert, ja, ich verstehe auch den Text noch nicht mal, ja. Wenn Petitionen veröffentlicht, die man wirklich nicht verstehen kann, man weiß absolut nicht, worum es geht, ja, geht trotzdem so. So, ich habe mich bemüht, es möglichst auf den Punkt zu bringen. Man hat nämlich nicht viel Platz in so einer Petition. Da gibt es ganz genaue Einschränkungen seitens des Bundestages. Und das, am Ende des Tages ist es halt so, die Petition wird veröffentlicht vom Bundestag selber, vom Petitionsausschuss. Und alle Bürger haben die Möglichkeit mitzuzeichnen, zu sagen, okay, das, was der andere will, hier, der andere Bürger, das ist das, was wir auch wollen. So, und wenn man auf 50.000 Mitunterzeichner kommt, dann besteht die Verpflichtung des Petitionsausschusses, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da gibt es eine öffentliche Anhörung, da kann man dann als Petent selber hingehen, also der Petent ist der die Petition eingereicht hat, kann Experten mitbringen und dann sitzen da Vertreter aus allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind und die Bundesregierung und dann wird darüber diskutiert. Und ich glaube, das ist so eine Stunde oder sowas. Und dann hat man halt die Möglichkeit zu sagen, so, ich vertrete hier mindestens 50.000 Bürger, liebes Parlament, ja, und wahrscheinlich sind wir noch viel mehr und wir wollen das erreichen, wir wollen, dass ihr so ein Gesetz macht. Und
Ja, mehr kann man nicht verlangen und ich finde, das ist auch eine Ja. gute Sache. Und dann kann man gucken, was passiert. Also da sind sehr viele Petitionen, die sind auch weitergekommen. Einer, finde ich ein schönes Beispiel, ja, Legalisierung von Cannabis, ja, hat die 50.000 gerissen und da gab es auch eine Anhörung, ja, ist bis heute nicht legalisiert. Ob das hier kommt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, möchte mich auch nicht so äußern, aber man sieht, ne, man hat sich damit beschäftigt. So, ist keine Garantie dafür, dass da ein Gesetz raus Nein, wird, klar. ja, aber es geht darum, das Parlament soll registrieren, dass da gibt es ein Thema, da solltet ihr euch mit auseinandersetzen. Und ich glaube, so ein Petitionswesen gibt schon 2000 Jahre oder so. Also das Ja. ist jetzt nichts Neues. Keine. Ja. Also im Prinzip, wie soll man sagen, eine kleine Luke in den Elfenbeinturm, um die Insassen oder Einwohner desselben zu zwingen, sich mal anzuhören, was man da so vorzutragen hat. Genau. Ja, Und also. also jetzt konkret, private Altersvorsorge ist momentan null Thema, ja, seit mehreren Jahren. Ja. Man redet über gesetzliche Rente, ja, was ist da zu ändern? Man will zum Beispiel die Selbstständigen und Beamten sollen da einzahlen. Ja, man redet über betriebliche Altersvorsorge, was kann man da noch machen? Aber privat ist abgehakt. Privat Ja. ist eine Versicherung und Feierabend. Ja? Genau. Jetzt ist ja Ihre Petition, geht ja dahin, also erstens, na, was ist erstens? Also ein Kapitalstock zu erlauben, jeder Person in Form von börsennotierten Wertpapieren, vorzugsweise Aktien. Allerdings jetzt mit dem primären Ziel eben der Pfändungsfreiheit, also sprich, um eben diese besagten Unwägbarkeiten, von denen Sie eben berichtet haben, die ja eintreten können und dann im Prinzip das Sparvermögen zunichte machen, weil man ja darauf zurückgreifen muss, dieses quasi zu blocken. Das ist der Hauptkern, richtig? Das ist der Hauptkern, genau. Es soll im Grunde genommen Wertpapier, Depot mit Verrechnungskonto sein, wie das alle kennen. Also alle, die zumindest dieses Video anschauen werden. Ja. Mit dem Unterschied, ich kann darauf nur einzahlen. So, ich kann auch umschichten von Aktien in Anleihen und ich kann alles machen, was ich da auch sonst nicht machen kann. Nur von dem Verrechnungskonto kriege ich nicht wieder irgendwas runter, ja, bis ich in die Rente gehe. Und im Gegenzug dafür ist es halt geschützt. Ja, ich kann. Ja, es kann alles Mögliche im Leben schiefgehen, aber ich weiß, sobald ich da 1 Euro einzahle, ist der für meine Rente da und für nichts anderes. Kann mir nicht gepfändet werden, kann ich nicht beleihen, kann ich Hartz IV kriegen, ist Schonvermögen. Ja, am Ende des Tages ist das für meine Rente. So, und das ist das Verkaufsargument bei den Versicherungen. Für die gilt das nämlich. Wenn ich eine Rentenversicherung abschließe, so wie Riester oder Rürup typischerweise heutzutage, dann ist das genauso. Die werden nicht gepfändet. Ja? Und wenn ich Hartz IV Genau. kriege, dann bleiben die auch bestehen. Da kann ich vielleicht dann nicht mehr einzahlen. Ja? Wird bei einem Aktiendepot auch so sein. Aber die werden mir nicht weggepfändet. So. Aber wäre nicht eigentlich für, sag mal, eine wirklich breite Durchsetzung, gehen wir mal davon aus, es würde tatsächlich klappen und es würden dann in der Folge, sagen wir mal, AV-Depots etabliert werden, also genau das, was Sie sagen, ganz normales Verrechnungskonto plus Wertpapierdepot, nur eben in der Kennung AV, das heißt, bis zum 65. Lebensjahr darf das nicht angerührt werden oder bis zum Eintritt in die Rente. Das ist sicherlich auch nochmal so ein sehr strittiger oder problematischer Parameter, sage ich mal. So, aber um dem wirklich Durchsetzungskraft zu verleihen, wäre da nicht noch interessanter gewesen, das Ganze zu koppeln, dass auch alles, was innerhalb dieses Depots an Erträgen generiert wird, seien es Dividenden oder Kursgewinne, steuerfrei gestellt wird. Ja, Gute Idee. ja, steuerfrei, das ist immer eine gute Idee, Nein, klar. das war ich nicht. Ja, die Kommentare sind öfter gekommen auf der Petitionsseite, Ja. auf anderen Seiten und so weiter. Ich bin da voll dafür. Ich sehe das alles ein. Das ist alles richtig. Das geht dann in die Richtung 401k-Depots in den USA. Genau. Da ist das auch so. Ich meine, das ist ja jetzt keine Erfindung von mir. Ne? Das gibt es ja in vielen anderen Ländern. Das Problem ist, oder ich habe in die Petition extra als letzten Satz reingeschrieben, ja, Steuern, ja, wollen wir hier nicht betrachten. So, und das habe ich bewusst gemacht. Und das war eine politische Entscheidung, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass, wenn wir dieses Fass aufmachen, Diskussionen über Versteuerung von dem ganzen Thema, dann nimmt das kein Ende und zwar auch kein gutes. Ja. Aus meiner Sicht ist das Altersvorsorge-Depot der erste Schritt. Und wenn wir das haben, ja, dann können wir die Diskussion eröffnen,
macht denn eine Versteuerung Sinn? Ja, oder sollte man das lieber sein lassen? Oder ja, im Sinne von möglichst viel Zinseszinsen und Dividenden ansparen und so weiter. Ja, 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 ja. ist alles für die Rente und dann zahlen wir vielleicht hinterher Steuern. Ja, gute Ja. Salamitaktik, ja. Ich meine, das ist ja letztendlich zum Beispiel bei Riester- oder Rürup-Verträgen, die gibt es ja auch, zumindest mit einem relativen Aktienanteil, können wir sicher auch nochmal drauf eingehen gleich. Da ist das ja genauso. Da ist ja tatsächlich so, dass die Erträge eben nicht versteuert werden, ungeschmälert dem Konto zufließen und dann letztendlich wieder angelegt werden können. Ne? Ja. Und was ich auch nochmal bei den Recherchen ganz faszinierend fand, ich meine, dass sogar die, was jetzt die Aktienkultur angeht, jetzt nicht ganz so weit von uns entfernten Franzosen, ja, Ja. selbst die haben es ja geschafft, mit dem Plan d'épargne en action, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, also Ich kann kein Französisch, aber ja, wahrscheinlich wird es richtig sein. Die haben sowas, ja. ein steuerfreies Aktiensparen. Also genau das im Prinzip, was Sie Genau. sagen, so ein also pfändungsfrei weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall so ein gekennzeichnetes Depot bis 150.000 Euro. Fallen da keine Steuern an, ne? Dass man dadurch Ja, sparen kann. Ne? Und ich glaub, man darf aber nur französische Aktien kaufen oder so. Also also, ja, gut, ich habe es also nicht ganz verstanden. ein Ja. bisschen Französisch muss natürlich da sein. Das ist ja klar. Ja, das war lustig. Ja. Ne? Nee, Ja, wobei das ja, wäre wahrscheinlich immer noch besser als gar nichts halt. Ne? ja. Ne? Muss man Ja. auch Aber der sagen. Herr Macron ist ja jetzt auch jemand, der sich mit Finanzen auskennt. Ja, also im Gegensatz, glaube ich, zu unserer Politik, Entschuldigung. Also bei Herrn Scholz habe ich zumindest so meine Zweifel. Man muss ja, also ich meine, jetzt lachen wir, aber eigentlich sehr traurig, weil die nächsten Gesetze, die da auf uns zurollen, sprich Transaktionssteuer, die sind ja auch nochmal aktionärsfeindlich ausgesprochen. Und die Verlustverrechnungsbegrenzung, die dazu führen kann, je nach Konstellation, dass man sogar, obwohl man Realverluste gemacht hat, trotzdem noch Steuern bezahlen muss, das ist natürlich, oder das sind natürlich zwei, ja, ich will nicht sagen Todesstöße, aber doch zwei. Ja, massive ja, Waffen aus dem Arsenal Ja, gegen private also Kapitalbildung. Ne? das sind abstruse Gesetze, also das kann ich sagen. Zum Glück ist gerade diese Besteuerung der Gold, Gewinne nach einem Jahr, die ist, glaube ich, jetzt gerade vom Tisch geflogen. Ja, aber ich kann auch ein schönes anderes Beispiel nennen. Ja, meine GmbH, der ich ja fürs Altersvorsorge, ja, mit ETFs, die muss jedes Jahr die Buchgewinne versteuern. Ja. Ja, also man realisiert gar keine Gewinne, aber ja, der Kurs ist gestiegen, ja, es ist ein Gewinn und deswegen musst du die versteuern. Das ist abstrus, ja. Also Ja. solange ich das nicht verkaufe, ja, ist das einfach nur einfach gar nichts, ja. Es ist Ja. kein Gewinn. Wissen wir ja alle. Ja, das ist richtig. Und ich meine auch die Tatsache allein, dass zum Beispiel im Unternehmen verbleibende Gewinne auch besteuert werden. Also das ist ja auch irgendwie sowas, was ja ein Stück weit widersinnig ist. Da beispielsweise in Estland, die haben das ja auch im Prinzip als Wirtschaftsförderprogramm ja auch so vereinbart im Steuerrecht. Alle Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, werden ja steuerfrei gestellt. Erst wenn etwas im Prinzip den Unternehmenskreislauf verlässt, dann wird es besteuert. Ne? Und das wäre natürlich auch ja, eine Möglichkeit, gerade für ja, vielleicht etwas kapitalschwächere Unternehmen, wirklich hier die Basis zu stärken, die Innenfinanzierungskraft. Und ja, wäre vielleicht auch ein interessantes Wirtschaftsförderprogramm. Aber gut, nochmal zurück zu den Aktien. Guter Ansatz, Salamitaktik, erst überhaupt ja, ein entsprechendes AV-Depot, nenne ich es jetzt mal, überhaupt hinbekommen und danach das Steuerthema angehen. Nun ist es ja so, ich hatte es ja gesagt, also im Prinzip mit der Riester-Rürup-Rente und teilweise auch mit der betrieblichen Altersvorsorge gibt es ja zumindest eben solche Modelle, wo ich ja, steuerfrei gestellt bin und je nach Anbieter, ich meine, eine wenige gibt es ja, wo ich ja dann auch in Aktien investieren kann. Ja. Warum bei Riester-Rente fällt mir zum Beispiel der Anbieter Fair ein, ja, oder Genau, die kosten, glaube ich, 36 Euro im Jahr plus 0,4%. ja, also ich sag mal, das ist noch alles im vertretbaren Rahmen, also auf jeden Fall im Vergleich zu einer Ja, das ist, Versicherung. nee, das ist Nee? vergleichbar. Na, also ich habe jetzt gehört, letztens, die durchschnittliche Riester-Anlage, die monatliche Anlage ist 125 Euro. So, wenn ich dann im Jahr 36 Euro Gebühren plus 0,4% zahle, dann bin ich auch schon bei 5% ungefähr, die ich da an Gebühren verliere.
Und das läppert sich im Laufe der Jahre zusammen. Das ist nicht weit entfernt von normalen Versicherungen. Okay, Ja. gut. Ja, hängt Ja, natürlich von, gut, hängt natürlich und vom die Volumen sind die ab. Ja. billigen, ja, die sind Genau, die ja, das sind die, billigen. ja, das sind die günstigen, das stimmt. Also Ja. das auf jeden Fall. Und halt die ersten, glaube ich, auch, die das so digital gemacht haben, also diese komplette Online-Abwicklung. Aber was spricht denn jetzt, wenn jemand sagt, naja, ich möchte Aktien sparen fürs Alter und ja, ich möchte das Ganze eben möglichst steuerschonend machen und pfändungsfrei, der könnte ja einfach entsprechend Riester-Vertrag abschließen mit dem entsprechenden Volumen. Ich kann ja auch mehr sparen als das, was jetzt förderfähig ist. Und dann habe ich ja im Prinzip ihr Ziel oder das, was sie mit der Petition verfolgen, eigentlich schon erreicht. Nee, nicht ganz. Also, erstens bin ich nicht so flexibel. Ja, also, wenn ich jetzt merke, dass das mit dem ETF nicht so gut läuft, ja, dann, weil ich vielleicht den falschen ausgesucht habe am Anfang. Ja, ich habe, weiß ich nicht, ich habe geglaubt, dass ein ETF auf dem DAX wäre eine gute Idee. Ja, und dann stelle ich fest, ja, Deutschland, ja, da schlägt der demografische Hammer zu und in 10 Jahren entwickelt sich das so gut wie gar nicht mehr. Dann, ja, wird Umschichten schwierig, ja, in so einem Versicherungskonstrukt. Da gibt es auch wieder ganz wenige Anbieter, glaube ich, wo das noch wieder geht, ja, aber das wird immer schmaler. Und das ist das eine. Dann ist der Kostenmantel, der ist ja, der bleibt, ja, und der ist in dem Fall, ich würde sagen, ETF-Kosten mal zwei, wenn ich es günstig habe, sonst ist es noch teurer. Und das ist bei Zinseszinseffekten schon erheblich. Und naja, und gerade bei Riester, ich meine, da haben wir jetzt dieses Riester-Desaster erlebt. Ja, ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff irgendwie untergekommen ist, habe ich mehrfach im Internet gelesen. Ist jetzt mit dem Corona-Crash, ja, sind die ganzen Riester-Fonds, also fondsgebundenen Riester-Verträge, die sind ausgestiegen aus den Fonds. Weil die Und zwar mussten zum ja Tiefpunkt, zum Tiefpunkt, ja, zum Tiefpunkt. zum Die mussten Tiefpunkt. ja den Kapitalerhalt garantieren. Und Kapitalerhalt war der Tiefpunkt. Ne? Als es bis unten gekommen ist, da sind die alle ausgestiegen und haben gesagt, um Gottes Willen, wenn es noch tiefer fällt, dann müssen wir halt drauflegen. Ja? Und deswegen haben die gesagt, nee, da hören wir jetzt auf, sind ausgestiegen. So, und nachdem die Aktienkurse sich 30% erholt hatten, haben sie gesagt, oh ja, jetzt können wir wieder anlegen. Jetzt können Ja, wir das. Ja, ja? aber ich muss halt sagen, aber. De facto ist natürlich jetzt die ganze Rendite der Ansparphase davor weg. Ja, Ja? ja, So, ja. ich habe jetzt Kapitalerhalt. Dieses ganze Thema, Ja. ich spare in ETFs über diese Versicherung, ist damit ad absurdum geführt worden. Genau. Ich glaube, das ist auch der zentrale Punkt, eben diese Garantievorgabe hat letztendlich genau diesen Verträgen das Genick gebrochen, weil ich kann den Anbieter ja auch verstehen, dass er irgendwann ab einem Minus an den Kapitalmärkten die Bremse zieht und sagt, so, jetzt müssen wir aussteigen, weil sonst kann ich den Kapitalerhalt, da muss ich ja auf in Anführungsstrichen sichere Anlagen zurückgreifen, ja, wie kurzfristig kurzlaufende Euro-Staatsanleihen, bester Bonität, ja, und da kommen die aus dem Dilemma kommen die eben nicht raus, ne? Und ich glaube halt eben tatsächlich auch, dass genau diese Garantie, aber da sind wir eben beim deutschen Knackpunkt, das große Dilemma ist. Aber glauben Sie nicht auch, dass selbst wenn alles durchgeht, wie geplant, dass dann tatsächlich genau die Garantie, wieder so ein Punkt sein wird, der vielleicht am Anfang nicht, aber spätestens wenn die erste größere Krise kommt und dann, sagen wir, 1 Million AV-Depots davon betroffen sind und dann die Anleger sagen, ah, das ist jetzt doof, jetzt haben wir ja, stehen wir ja alle unter Wasser, nee, eine Garantie wäre ja eigentlich doch besser. Und dann natürlich, dass Ja, politisch umgesetzt wäre wird. das, ja gut, das wäre der Super-GAU, ja. Also jetzt wird dann wird den Leuten noch vorgeschrieben, sozusagen, was sie in ihr AV-Depot reinlegen müssen. Ja. Ja, dann gut. Meine Devise ist ja, mit dem AV-Depot kann jeder selber so vorsorgen, wie er das für richtig hält. Muss ja nicht jeder Aktien nehmen. Ja? Wenn ich die sichere Nummer fahren will, dann kann ich mit dem AV-Depot die Versicherung nachbilden und bin dann noch kostengünstiger. Also ich kaufe Staatsanleihen. Ja? Und wenn ich ganz sicher gehen will, kaufe ich deutsche Staatsanleihen. Dass das momentan keine gute Idee ist, wissen wir alle. Ja? Dann lege ich ja Geld drauf, sozusagen. Ja? Aber ich kann das machen. Ja? Das hindert Oh, mich an ja. niemand Aber dran. dafür bekomme ich weniger zurück. Das ist Dafür kriege ich weniger ja, zurück. Und wir alle wissen, ja, dass Rendite und Risiko halt korreliert sind. das Ja? stimmt. Ein Risiko ein, erwirtschafte ich keine Rendite.
So, und wir wissen alle auch, wenn ich breit genug streue und lang genug warte, ist das mit dem Risiko kein Problem. Ja? So. Ja. So, und das, deswegen sagt ihr, das Risiko, das eigentliche Risiko, das ich habe als jemand, der fürs Altersvorsorgt mit Wertpapieren, ist das persönliche Risiko. Alles andere kann ich über Zeit und Streuung wegmitteln. Ja. Ja, aber das persönliche Risiko, dass man Totalverlust hat, ja, und das ist ja, ich meine, das ist ja noch, das Risiko ist ja noch viel größer, als dass es jetzt mal einen Crash gibt, es geht 30% in den Keller, so wie jetzt bei Corona, und dann steigt es wieder. Ja, und ich muss vielleicht anfangen, irgendwie in die Auszahlungsphase komme ich rein und das ist gerade 10% gefallen, sage ich mal. Ja, das ist dann vielleicht nicht so dolle, aber ja, ist kein Totalverlust. Nee, Totalverlust nicht, aber es könnte ja auch ein Szenario, nehmen wir die 2000er Jahre, das war ja ein verlorenes Jahrzehnt, ne? Also wer halt irgendwie 99, 2000 noch auf dem Höhepunkt der Dotcom-Bubble-Blase eingestiegen ist, der muss ja dann auch nochmal, ja, ich glaube so um die 11 Jahre warten, ne? Also egal ob jetzt Amerika oder Deutschland, ja, die Kurse dann wiederzusehen. Ich meine, das... Genau, aber das wissen wir ja alle. Ne? Die Anlagezeiträume sind 10, 15 Jahre plus. Ja. Ja? Gut, so, der Vorteil ist ja, ich komme ja nicht raus. Ne? Ich kann das Geld ja nicht rausziehen. Ich komme nicht raus. Genau, ja. Okay. Nee, ich kann das Geld nicht rausziehen, ich muss das liegen lassen. Genau. So gesehen, ja, den habe ich noch gar nicht betrachtet. Ja, ich habe ja keine Wahl. Ja, außer ich gehe in Cash und das wäre irgendwie, ja, das gut, ist 15 klar. Jahre auf dem Konto. Ja, aber ich glaube, in so einem Szenario ist dann tatsächlich, dass man sagt, naja, okay, ehe ich jetzt in Cash rausziehe, dann lasse ich es halt einfach da liegen. Vielleicht würde das einhergehen mit einem Fatalismus, der sich in dieser Beziehung dann positiv auswirken würde, weil ich dann, ja, mich dann komplett rausziehe und verkonsumiere. Und wobei der Super-GAU, der ist mir noch eingefallen, als ich das Konzept auch gelesen habe, ist mir Argentinien eingefallen, nämlich 2008, da war ja die Frau Kirchner Präsidentin und wir erinnern uns, Argentinien ist ja seit einigen Jahrzehnten notorisch klamm. Und die hat natürlich einen ganz genialen Schachzug gemacht, also genialen Anführungsstrichen, denn Argentinien hat tatsächlich eine lange Tradition einer privaten, tatsächlich wertpapierbasierten Altersvorsorge. Da gibt es eben auch spezielle Fonds, Pensionsfonds für, wo man dann eben auch steuerbefreit einzahlen konnte und so weiter. Da befand sich eben 2008 30 Milliarden US-Dollar drin und das hat sie dann komplett verstaatlicht. Mit der Begründung, das passt natürlich zeitgenau, naja, jetzt haben wir ja Weltfinanzkrise und ich muss ja meine armen Rentner und künftigen Rentner schützen. Und das kann eben nur der Staat durch eine wohlüberlegte Kapitalanlage. Bestünde nicht die Gefahr bei wirklich sehr guten Vermögensmassen, sondern auch die Gier dann doch obsiegt? Ja, kann gut sein. Aber ich sage jetzt mal so, die Gefahr ist da am geringsten. Ja, also das ist ja sozusagen, ich lehne mir am Fenster, staatlicher Diebstahl, ja, weil das Altersvorsorgedepot hat ja auch den Vorteil, dass de facto die Wertpapiere mir gehören. Habe ich eine Versicherung, gehören die Wertpapiere der Versicherung. Ja, zahle ich in einen Staatsfonds ein, der von vielen Leuten gefordert wird, so wie Norwegen, ist ja immer das super Beispiel, ne? Dann gehören mir die Papiere auch nicht, sondern die gehören dann dem Staatsfonds. Und auch in Norwegen, ja, hat sich gerade der Staat aus diesem Fonds bedient, weil sie ihre Ausgaben nicht mehr decken konnten. Ja. Und Staatsfonds haben wir auch noch andere Nachteile, weil dann kommen direkt diejenigen, die sagen, da müssen wir jetzt aber Wirtschaftsförderung mitmachen. Ja? Also das heißt, das ganze Geld nehmen wir und investieren das nur noch in deutsche Unternehmen oder nur noch in grüne Anleihen. Ja? Und der nächste Schritt wird sein, ja, und wenn wir jetzt auszahlen, also dann geht es natürlich nicht proportional zur Einzahlung, sondern natürlich nach Bedürftigkeit. Da habe ich ganz viele Parameter, an denen ich dann eben schrauben kann. Ne? Wobei die Norweger das, glaube ich, ganz, ganz intelligent gemacht haben. Die dürfen ja, glaube ich, nur außerhalb Norwegens investieren. Ne? Oder die haben auf jeden Fall bestimmte Quotenvorgaben, dass eben nicht alles im Land bleibt. Ne? Was hindert die Politik in Norwegen daran, das zu ändern? Ja? Wobei tatsächlich die Skandinavier, denen traue ich sowas eher zu, sagen wir zumindest halbwegs in Anführungsstrichen vernünftig zu handhaben, als jetzt Kontinentaleuropäern. Ich glaube, das ist auch die Mentalität so ein bisschen eine andere.
Aber gut, das ist ein anderes Thema, ja. Genau. Aber ja, klar, und letztendlich, das ist natürlich auch so ein Knackpunkt bei einem AV-Depot deutschen Zuschnitts, dass ich dann natürlich eine Vielzahl von Parametern habe, die dann wieder natürlich dem politischen Prozess unterliegen. Ja, und ich meine, ein Thema ist ja beispielsweise, was ist mit so Sondersituationen, wenn ich beispielsweise eine ungünstige Gesundheitsprognose habe und sage, naja, jetzt habe ich halt noch mein AV-Depot, jetzt würde ich es aber gerne auflösen, weil mit 65 werde ich da nicht mehr viel von haben. Oder wenn die Grenzen einfach hochgesetzt werden, obwohl genug Geld drin ist und ich mich gerne damit zur Ruhe setzen wollen würde. Ja. Das sind jetzt Sondersituationen, die kann man nicht alle durchdiskutieren. Ja? Also ich denke zum Beispiel, wenn jemand jetzt früh verrentet wird, ja, es ist gesundheitlich so angeschlagen, dass er früh verrentet wird, ja gut, dann hat er ja die Rente. Also dann geht das halt auch früher aus meiner Sicht. Ja, so würde ich das regeln. Ja, wenn er jetzt sagt, ich will jetzt in den Haus umschichten, ja, ja, weil ich jetzt dann ja Pech gehabt, aus deiner Versicherung kriegst du das jetzt auch nicht mal raus. Ja. Also ich möchte ja, dass die Regeln, die für Versicherung gelten, auch für dieses AV-Depot gelten. Und das zumindest äquivalent sind. Gut. So, dass wir nicht gezwungen sind, wir müssen in Versicherung einzahlen, um eine sichere Altersvorsorge zu haben, sondern wir können in was anderes investieren. Genau. Und es soll ja auch keine Zwangsveranstaltung werden, sondern es soll ja jedem freigestellt werden, ein solches, ich nenne es jetzt wieder mal AV-Depot zu eröffnen oder es eben sein zu lassen. Wer halt sagt, nee, meine Flexibilität gilt mir über alles und ich möchte mich da nicht beschränken lassen und ich möchte da jetzt halt rankommen, nehme dafür eben die Nachteile, Pfändbarkeit, später dann vielleicht auch nochmal Besteuerung in Kauf, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja. Dann ist das in Ordnung. Ich soll niemand dazu gezwungen werden. Das ist einfach eine zusätzliche Option. Jeder kann das benutzen oder kann es sein lassen. Ja, und wenn er es benutzt, kann er es benutzen, wie er möchte. Kann Anleihen nehmen, ja, kann Dividendenjäger werden, kann so ein langweiliger MSCI World ETF-Sparer werden wie ich. Ja, jeder kann machen, was er möchte und was er glaubt, was das Richtige ist. Ja, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, niemand, der sowas anfängt, ja, fängt an zu zocken, ja, und verzockt sein gesamtes Vermögen, ja, weil das ist nun mal für die Rente und das ist per Definition und dadurch, dass ich erst am Ende sozusagen meines Arbeitslebens da rankomme, ganz sicher für die Rente. Da fängt niemand an und investiert sein ganzes Vermögen in Wirecard. Ja, das habe ich irgendwie jetzt auch gerade im Kopf. ja, wird einfach niemand machen. Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist intelligent genug, das selbst zu handeln. Ja. Hundertprozentig. Und falls nicht, ohnehin Literaturempfehlung, den Komma kaufen, ja, so viel geballtes Finanzwissen für so wenig Geld, gibt es, glaube ich, selten. Und auch eigentlich egal, welche persönliche Anlagestrategie man verfolgt, auf jeden Fall ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Gibt es ja auch in verschiedenen, ich sage jetzt mal, Schwierigkeitsgraden, ne? Gibt es ja für Einsteiger, dann den Klassiker und dann auch tatsächlich mittlerweile auch eine Version für diejenigen, die sich zur Ruhe setzen wollen, sehr nüchtern, sehr, evidenzbasiert, sehr unaufgeregt, eigentlich also ein schönes Kontrastprogramm für zum üblichen Marktgeschreie, sage ich mal. Ne? Das ist die zur Ruhe Setzungsversion, die habe ich jetzt gekauft, ja. Die habe ich jetzt noch nicht gelesen, weil mit der Zuruhesetzung, das dauert jetzt noch ein paar Jahre bei mir. Ja. Aber am Erscheinungstag habe ich es gehabt. ja, also man kann das selber regeln. Ne? Das ist auch der letzte Punkt, den ich nochmal zu den Versicherungen anmerken wollte. Ja? Diese Riester- und Rürup-Versicherungen, die enden am Ende in wieder eine lebenslang auszahlbare Rente. Und dann wird wieder kalkuliert. Du bist 100 Jahre alt und maximal 120. Und wenn man in den Spiegel guckt, fragt man sich, wo sollen die 100 herkommen? Und da verliert man dann auch wieder. Ja, und ich denke, es ist nur in Ordnung, wenn man sagt, ich minimiere hier die Kosten, ja, weil Renditen sind sowieso ganz knapp und am Ende kann ich mir das Ding auch selber auszahlen. Das ist kein Hexenwerk. Nein, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ja. Herr Dr. Baumann, wer sich jetzt zur Petition informieren möchte, oder noch besser, diese unterstützen möchte, wo findet die Person denn weitere Informationen?
Das ist ganz einfach. Ich habe eine spezielle Website angelegt. Da ist alles aufgelistet, was es da zu bedenken gibt. Und ich habe einen Faktencheck eingefügt, die ganzen Unterstützer aufgelistet, zum Beispiel den Louis Batzos. Und direkt als erstes, wenn man da drauf geht, kriegt man den Link auf die Bundestagspetition und die Website heißt av-depot.de. av-depot.de. Auch das packen wir in die Gesprächsnotizen natürlich. Und ja, jedem Anleger, der an der Förderung der Aktienkultur, dem an der Förderung der Aktienkultur gelegen ist, dem kann ich auch nur ans Herz zu legen, da mitzumachen. Ja, vielen Dank. Ich rufe Ja, auch sehr noch an. gerne. Machen Sie mit, sagen Sie es weiter. Ja, wir brauchen mehr davon. Und wenn Sie sagen, nee, das will ich alles nicht, ich mache lieber in Versicherung, ja, können Sie gerne machen, aber denken Sie, Sie haben auch noch Kinder und Enkel und Urenkel und vielleicht brauchen die das. Und die sind dann froh, wenn sie das haben. Ja, und vor allem auch, und damals auch im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, eben nicht nur immer meckern über die Olaf Scholz und andere dieser Welt, sondern eben auch ein Stück weit das in die eigene Hand zu nehmen. Und ja, wenn es in kleinen Schritten Veränderungen sind, die zum Positiven hinwirken, und jede Option mehr, die wir haben, ist besser, als wenn sie nicht da ist. In diesem Sinne, Dr. Baumann, wünsche ich Ihrem Unterfangen ja viel, viel Erfolg. Und ich Danke. hoffe, dass die notwendige Zahl von 50.000 waren es, ja, 50.000 Ja, 50.000 ist schon eine Unterstützer ist Hausnummer. schon eine Hausnummer, aber vielleicht mit vereinten Kräften schaffen wir die Zahl. Und ja, es wäre mir ganz besonderes Vergnügen, wenn Sie dann als Petent vor oder im Bundestag beziehungsweise dem entsprechenden Ausschuss dann vortragen können, in der Art und Weise auch, ja, Stück weit wie Gerd Kommer, nüchtern, sachlich, wie Sie auch hier gemacht haben. Ja, eine gewisse optische Dankeschön. Ähnlichkeit ist ja sogar auch vorhanden. Ja, muss ich es jetzt sagen? Ja, Also, wir haben die gleiche Frisur, das stimmt. Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut, auch ein interessanter Einblick, und ja, persönlich wie auch mit der Petition, alles, alles Gute. Ja, danke schön. Ja, ich möchte vielleicht noch ergänzen: Die 50.000 sind das Quorum, das man erreichen muss, um definitiv eingeladen zu werden. Aber der Petitionsausschuss hat auch die Möglichkeiten, Petenten einzuladen, die weniger Unterschriften erhalten haben. Das heißt, wenn wir genügend Unterschriften haben, und 5.000 sind schon eine Menge, da sind wir schon, ja, haben wir auch die Chance, dass der Petitionsausschuss von selbst sagt, okay, das ist ein interessantes Thema, da kümmern wir uns drum. So, also selbst wenn jemand glaubt, oh, die 50.000, ja, werden nicht mehr erreicht, nee, jede Stimme zählt. Unterschreiben Sie. Danke. In diesem Sinne, ran an den Laptop. Alles Gute und bis dahin. Danke. Tschüss.